Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumor wieder am Start und wir machen weiter mit euren Leveln und ich fange an mit dem Level von Ellie und sie hat mir eingeschickt Ghost Town und es ist ein Geisterlevel, was einmal im Geisterhaus spielt und einmal auf dem Geisterhaus und es ist ein Jump'n'Run, also eher untypisch für Geisterhaus-Level und wir sind dieses süße Girl hier, weil ja ein bisschen merkwürdig ist dieses Girl. Also, ich würde mich nicht auf sie einlassen. Nee. Aber naja, gut. Vielleicht andere. So, jetzt sind wir auf dem Geisterhaus. Oder sind wir unter? Unten? Wir sind hier eigentlich nach unten in eine Röhre gegangen. Und ja, ich glaube, wir sind im Keller jetzt. Also, ja, unten. Genau, im Keller. Ja. Und jetzt sind wir wieder im Geisterhaus. Haben die geheime Treppe nach oben gefunden. Ich weiß nicht, was da an der Tür ist. Wahrscheinlich nur ein alternativer Weg. So, ich nehme an, ich brauche die Powerblocks. Aber wofür? Ach, da ist eine Tür. Okay, und da unten ist wahrscheinlich noch eine Amiibo. So ein Hokus-Pokus-Amiibo. Ah ne, die sagt es gar nicht. Ah ne, nur wenn sie erscheint. Dann sagt sie es, glaube ich. Oder täusche ich mich jetzt? Ich kann es ja mal ausprobieren, wenn hier ein Amiibo-Pilz ist, der nicht unbedingt sofort in den Abgrund stürzt. Oh yeah. Der taunt nach oben. Perfekt. So. Und jetzt sind wir wieder im Geisterhaus. Jawohl. Und der Bru, der stört uns nicht. So, jetzt probiere ich das mal aus. Ah, die hat schon Hokus Pokus gesagt, ne? Hokus Pokus. Ja, genau. Okay, gut. Alles klar. Für die Wissenschaft probieren wir doch immer gerne irgendwas aus. So. Okay. Power-up. Yep. Schon fast ein bisschen zu großzügig. Allerdings gibt es anscheinend auch keine Checkpoints, von daher. Ah, doch. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt der Checkpoint auf einen zugeflogen. Und jetzt geht's nach oben. Und jetzt kommt wahrscheinlich König Buu. Oder auch nicht. Links oder rechts? Ich gehe mal links lang. So. Wahrscheinlich sind beide Wege wieder richtig. Komme ich hier irgendwo rein? Ich glaube nicht. Und ich will es auch gar nicht so lange ausprobieren. Aber hier komme ich rein. Okay. Bevor ich nämlich sterbe. Das wäre nicht so schön. Power up! Nein. Okay. Hier geht's dahin. Ja, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich irgendwo P-Switches gibt. Zumindest deuten es die Münzen so an. So, Trick 17. Um den Buu-Kreis zunichte zu machen. So, und ja, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt der P-Switch auf einen zugeflogen. Ne? So, ich glaube, der war gar nicht notwendig, der P-Switch. Oder? Ja, eventuell doch. Und ich könnte da runtergehen. Oh, okay. Und ich glaube, das sollte ich auch tun, weil von da unten bin ich gekommen. So. Ja. Was soll das jetzt sein? Ich glaube, das war nicht so geplant. Ja, ich war ja wieder aus dem Screen und die Kanone hat sich dann rausgeklitscht. Und ja, jetzt bin ich tot und muss neu starten. Oder alternativ 5,5 Minuten warten. Ja, was geht schneller? Ich glaube, Neustart geht schneller. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, echt blöd, dass das passiert ist. Aber naja, gut. Sowas kann mal passieren, vor allem, wenn man noch nicht so lange Level baut. Und ja, ich habe jetzt auch nur etwa 2 Minuten hierher gebraucht. Ja, und ich weiß, dass auf der Uhr es steht, dass es nur 90 Sekunden waren. Aber wenn man durch Röhren und Türen geht, geht die Zeit in echt mit, und während sie im Spiel eingefroren wird. Von daher kann man eigentlich pro Tür und pro Röhre nochmal so 2 bis 3 Sekunden mit dazu rechnen. Und jawohl, Trick 17. Yay. So, und ich bin schon im Ziel. Verdammt. Na gut, egal. Ja, schade, dass das noch passiert ist, ne? Ah, naja, gut. Kann ja mal passieren. Ist jetzt auch nicht so das Drama. Und ja. Wir machen dann weiter mit einem weiteren Level. Und dieses Level hat einen Stern. Und ich habe den Rekord. Jawohl.
Also ich glaube, ich war auch der Erste, der es abgeschlossen hat, oder? Der Zweite, ja. Weil sonst würde der Erste stehen. Erster! Und ja. Tut es ja nicht. Ne? Nee. Hat schon jemand vor mir abgeschlossen gehabt. So, und wir machen jetzt das Mirror World von Jonah. Okay. Und es ist etwas schwerer, aber die Abschlussrate ist recht hoch. Und ja, ich glaube, ich weiß schon, um was es hier geht. Das ist nämlich an einem Level von der Sternenrangliste orientiert, nehme ich an. Ja, hier ist ein Block. Genau. So. Dann gehe ich mal durch die Tür. Und genau, muss hier die Blöcke aktivieren. Und irgendwo gibt es dann Dinge, die ich brauche. Scheiße, was brauche ich jetzt? Ich glaube, ich brauche sogar beides. Ich glaube, ich muss in die obere Tür, oder? Und gab es da unten? Gab es am Anfang einen Weg mit dem P-Switch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Von daher gehe ich mal so und aktiviere den mal hier. So. Ah, hier ist eine Tür. Perfekt. Komme ich ja ganz gut durch. Ah ja, jetzt sind wir in einem anderen Raum. Also es ist nicht ganz so wie das eine Level aus der Sternenrangliste. Eigentlich überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich ein Spiegel. Und man geht auf beide Seiten. Zumindest wird es einem vorgegaukelt, dass es so ist. Und ich habe jetzt die Blöcke intuitiv getroffen. So. Hier sind auch Blöcke. Jawohl. Perfekt. Und dann kommen wir hier durch. Und ich glaube, das war ganz gut, dass wir den P-Switch nicht aktiviert haben. Denn sonst hätte ich es mir wahrscheinlich verbaut. Oder? Also zumindest hätte ich dann jetzt keinen P-Switch. Und eventuell brauchen wir den ja noch. Oder der vereinfacht uns jetzt gleich irgendwas. Ah ne, hier brauchen wir den. Ah, okay, gut. Also, wenn man ihn aktiviert hat, dann hat man es hier verschissen. Dann kommt man hier nämlich nicht weiter. Und von daher, ja, es ist schon relativ fies eigentlich. Aber, ja. Ich bin ja zum Glück nicht drauf reingefallen. Und hier gibt es noch einen P-Switch. Und hier ist das Ziel schon. Okay. Ja, dann war der P-Switch eigentlich unnötig. Oder gab es noch ein Geheimnis? Also ich habe nichts gesehen. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. War ganz chillig. Und jawohl. Dem kann man doch einen Stern geben. Dem guten Jonah. Und wir machen jetzt weiter mit einem Level von Hot Offs. Was ich allerdings auch schon mal gespielt habe. In meinem Training, wenn man so will. Und ja, ich spiele nicht dieses Level, weil er hat nochmal ein Update gemacht von dem. So, ich habe das gebookmarkte gespielt, aber er hat das nochmal so geupdatet und noch einen Bowser-Kampf dazu getan. Und das Level hat nur eine Abschlussrate von 2%, das verstehe ich eigentlich nicht. Auf jeden Fall hat das Level eine richtig coole neue Mechanik, die ich so noch nie gesehen habe. Es ist nämlich so, dass man, ja, mit dem P-Switch das Level verändert. Also ihr werdet das gleich sehen. So, mal schauen, was er so alles geändert hat. Vielleicht hat er ja noch mehr geändert als den Bowser-Kampf. So, wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Und wir brauchen die Münzen. Können die jetzt aber noch nicht einsammeln. Beziehungsweise, ich glaube, wir brauchen die gar nicht. Nee. So. Auf jeden Fall kommen wir hier weiter. Und hier ist schon ein Checkpoint. Der ist relativ früh da. Ja, ich sehe schon, er hat so ein bisschen was verändert. Und ja. Jetzt kommt dann gleich die Mechanik zum Einsatz. Da unten war auch nochmal eine Münze. Wir versuchen natürlich, alle Münzen zu sammeln. Ja, doch, er hat ein bisschen was verändert gehabt. So. Okay, und das hätte ich nicht machen sollen, weil da ist Stachelboden. Den sieht man relativ schlecht. Und das war schlecht, das war schlecht. Scheiße, Goomba. Kommst du mal? Ja, okay, wir brauchen die Münzen eigentlich gar nicht. Nee, die sind nicht so wichtig. Ach so, ich darf hier gar nicht so lange stehen. Ja gut, aber wir haben einen Checkpoint, wir haben einen Checkpoint. Von daher bin ich ja gleich wieder da, ne? So. Sogar sehr schnell. Jawohl. So, jetzt kriegen wir die rote Münze. Gut. Ja, wir nehmen den Treffer in Kauf. Das ist nicht so wild. Okay, und hier rennen wir einfach durch. Jawohl, perfekt. Und P-Switch. Und jetzt sollten wir eigentlich nach rechts gehen. Aber ich schau mal, ob er das auch geändert hat. Ja, man kommt hier jetzt eigentlich ganz einfach hier weiter.
Und dann kann man eigentlich zurückgehen und sofort das Level beenden. Zumindest war das in der anderen Version so. Aber ich gehe mal den regulären Weg. An den Pilzi, den nehme ich mit. Genau. Der schadet ja nicht. So, ach Gott. Oh ja. Perfekt. Und regulärer Weg. So, das wäre dann für einen Speedrun theoretisch. Also ich glaube, der Bernie, der hat das auch so gemacht. Und ja, ab jetzt kommt die Mechanik zum Einsatz. Ab jetzt ist der P-Switch immer aktiviert und jetzt verändert sich das Level. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Und ja, der P-Switch sorgt jetzt quasi dafür, dass die Elemente nicht spawnen, beziehungsweise dass sie eben spawnen. Und das fand ich richtig cool, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und hier muss ich eigentlich nach oben, aber wir sammeln die Red Coins und gehen deswegen noch ein Stück weiter. Genau. Und wir sind im gleichen Abschnitt. Hier ist der Checkpoint. Aber hier werden überall P-Switches aktiviert. Und jawohl. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Genau. Und ja, das hätten wir quasi vorher alles abkürzen können. So, wo muss ich jetzt hin? Ah ja, genau, ich muss hier hin. So, hier oben rein. Nehme ich den Kugelwilli. Dann brauche ich mich nicht anstrengen mit dem Sprung. Und jawohl. So, und hier müssen wir nochmal einen P-Switch abwarten. Aber jetzt wird er auch nicht aktiviert, hier auf dieser Höhe. Und von daher passt alles perfekt. So. Und... Ah ja, genau. Hier kam ein Mini-Bowser, ein Bowser Junior Bosskampf. So. Nein! Aber wir kriegen noch einen Pilz. So, und jetzt bisschen Konzentration. Ah ja, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe. Oder? Nee, eigentlich... Eigentlich sollte ich nicht sterben. Nee, nee. So. Perfekt. Okay. Passt. Nein, nein, ich sterbe nicht. So. Und wir haben eine Feuerblume. Genau. So, hier haben wir eine Art Drachensee. Darauf beziehe ich mich auf Takeshis Castle, der Drachensee. Naja, mehr oder weniger. So. Und ja. Genau. Für die Red Coins kriegt man einen Checkpoint geschenkt. Das ist doch sehr schön. Und jetzt kriegen wir auch noch einen Stachelpanzer. Und wir hätten noch einen mitnehmen können, aber brauchen wir nicht, oder? Nee. Weil hier können wir den eh nicht mitnehmen. Das hat er auch geändert gehabt. Wahrscheinlich, dass man es ein bisschen besser sehen kann. So. Und... Genau. Hier muss ich dann das hier öffnen und dann kriege ich einen Powerblock. Das war, glaube ich, auch ein bisschen anders. Nee. Egal. So, ich nehme das Level jetzt so, wie es ist. Ne? So, ah, yeah, yeah. Aber Pilz, 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 Pilz. Und jetzt Powerblock, Powerblock, Powerblock. Ne? Ja. So, perfekt. Und jetzt kriegen wir einen P-Switch. Und wir können eine Bombe mitnehmen. Ups. Wenn wir wollen. Jawohl. Und dann können wir hier den... Oh. Wir können es nicht mehr skippen. Das hat er geändert. Den Bowser-Kampf. Okay. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße. Und es gibt keinen Checkpoint mehr. Ach du Scheiße. Ja, wie töte ich den? Hallo? Pilz? Okay. Ich hoffe doch nicht mit Bomben. Nee, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich muss da oben rechts lang. Ach du Heilige. So, Pilz, nein. Und perfekt, okay. Alles klar. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen, dieses Level. Die Mechanik war sehr gut und auch recht neu. Also, ich habe es vorher zumindest noch nie gesehen und ich denke mal, er auch nicht. Oder zumindest in einer abgewandelten Form vielleicht. Ja, wer weiß. Ist ja in Ordnung. Aber so in der Form habe ich es wirklich noch nie gesehen und deswegen, ja, durchaus... Ja, ich will nicht sagen, das beste Level von dir, aber es war schon ein sehr gutes Level. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, das nochmal gespielt zu haben. Und wir machen jetzt noch ein Level. Doch welches? Ach, wir sind noch auf dem Profil. Das brauchen wir natürlich nicht. Sowohl das als auch das sieht etwas länger aus. Von daher nehme ich noch The Back Corridor von Julius rein. Was noch keiner abgeschlossen hat, obwohl es 6 betreten haben. Okay. Habe ich irgendeine Beschreibung davon? Ich sehe zumindest gerade keine. Ah, egal. So.
Nee, ich habe gerade keine Beschreibung. Ah doch, ich habe eine. So, Beschreibung. Doch nicht. Okay. Es war irgendein anderes Level. Ach so, ja, er hat mir eigentlich ein anderes Level noch gesendet. Ja, egal. Ich mache jetzt das, weil ich das gebookmarkt habe. Und ja, wenn man mir ständig Level einsendet, dann muss man halt damit rechnen, dass ich etwas überschreibe, beziehungsweise halt, ja. Also man kommt auf jeden Fall nicht häufiger dran. Aber es kann halt sein, dass dann ein Level nicht drankommt, was hätte drankommen sollen. Und ja, keine Ahnung. Muss sich der Julius eben nochmal an die Level-Einsendung setzen. Und dann kommt er auch wieder auf die Liste. Und ich habe das Gefühl, ich brauche den Powerblock. Oder ich hätte ihn gebraucht, aber anscheinend nicht. So. Ah, da hätte ich auch einen Stachelhelm gebraucht, ne? Mysteriös. Wahrscheinlich gab es den irgendwo in einem versteckten Block. So. Und ich kann auch verstehen, es ist Scrolling. Also ich kann verstehen, dass es niemand geschafft hat bisher. Weil es eben Scrolling ist und... Ah, okay. Ja, diese Mechanik habe ich auch schon gesehen. Hat ja auch Domtendo kürzlich gespielt, so ein Level. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen inspiriert. Bloß hier ist es ein bisschen langweilig, weil man hier das komplette Level nochmal spielen muss. Und wenn man den Helm verliert, dann, ja, muss man nochmal 50 Sekunden warten. Und ja, deswegen werden die Leute wahrscheinlich das relativ schnell abbrechen. Jetzt ist der Helm zwar weg, aber ich brauche ihn nicht mehr. Denn ich habe den Powerblock. Okay. Mit dem zu überleben, das wird noch anspruchsvoll. Oh je je. So. Okay. Die Käfer, die konnten mir nichts. Und der Bugu kann mir auch nichts. Und der auch nicht. Und du auch nicht. Und du auch nicht. Okay. So. Jetzt sind wir gleich da, ja. Den Stachelhelm kann ich mir leider nicht mehr nehmen. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Nee, hier ist das Ziel schon. Okay, alles klar. Perfekt. Ja. Man musste quasi das Level zweimal spielen. Und man durfte den Helm dabei nicht verlieren. Zumindest bis zur ersten Hälfte des Levels. Und ja. Aber man durfte auch den Powerblock nicht verlieren. Also man musste es zweimal machen einfach nur. Genau. Stern gebe ich dir und... Ja, ich würde dann sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, waren wieder coole Level dabei in diesem Part. Und ich, ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dann, euer Blüxu und ciao.